It's a sad day. They're behind like a last name. They ain't got the bottle, no champagne. Swear I'm gonna hate at fast lane. Get slow, no ashtray. Seitdem wir in der Rundlänge ist ein Mixed Martial Artist, 25 Jahre alt, 1,84 groß, gewogen mit 82,3 Kilogramm. Er wird betreut durch Uwe Göpkes. Bisher 4 Kämpfe, 3 Siege, alle Herren der Vorzeile. Er ist amtierender Muay Thai Europameister, der ist klar. Und er kommt vom Wii Sports in Aachen. Willkommen zum Titelkampf im MMA zwischen Roger Gumilio und Mehmet Balik. Das wird ein interessanter Kampf. Mehmet Balik, definitiv ein Spezialist im Stand-Up. Gumilio, jemand, der Stand-Up ebenfalls gut ist, bezeichnet seinen Europameistertitel im Muay Thai, aber auch sein Background aus dem Ringen. Ein klarer Altersunterschied hier von nicht weniger als 10 Jahren. Gumilio hier ist 25 Jahre alt, Mehmet Balik 35. Und los geht's. Leichtes Abtasten hier in Logik von Balik. Balik will die Distanz halten, möchte definitiv nicht auf den Boden. Da bringt sie doch an. Hier, Balik in der Ground and Pound Position. Schauen, ob er diese Position ausnutzen kann. Balik möchte diese Position jetzt natürlich halten und schlägt runter. Balik versucht mit Kicks hier. Schöner Lowkick hier von Balik. Gumilio wieder auf dem Boden. Der Spinning Trickkick hat nicht gesessen. Und Takedown von Gumilio. Schön gemacht. Jetzt sind wir hier natürlich auf dem Terrain, das Gumilio liegt. Versucht hier, hat hier den Rücken fast. Versucht hier mit Schlägen Mehmet Balik zu bearbeiten. Balik muss hier ein bisschen mehr Akzente setzen. Kann natürlich Gefahr laufen hier, dass Gumilio ihm den Rücken nimmt. Gumilio dominant hier, versucht starke Schläge zum Kopf anzusetzen. Balik mit starken Problemen und er muss auslaufen und das war's. Rochelle Gumilio ist deutscher Brotmeister im MMA nach ISKA-Version. Und auch verdient nimmt er jetzt den Titel mit nach Aachen zurück. Nach 1,44 in der ersten Runde und somit neuer deutscher Meister der ISKA. Das ist der Rundfunk!